Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Land 3 bzw. Wario Land 1. Ja, wir haben heute den 5.5. Also wenn ihr das Video seht, dann ist es noch relativ frisch. Also ich denke mal, ihr werdet es am 6.5. sehen. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo wir jetzt hier weitermachen, weil das hier ist ja schon recht heftig. Ich glaube, wir suchen hier einfach mal den zweiten Ausgang. Sherbetland. Ach ja, Eis und so, ne? Das wäre doch eigentlich ein Doppelkill gewesen. Doppelkill mit Doppel-B. Gut. Ne, wir machen erstmal, ich glaube, wir machen erstmal das andere, weil das war jetzt 15. Dann machen wir, glaube ich, hier erstmal Mount Teapot fertig. Weil das müsste niedriger sein, ja. Dann machen wir es nach der Reihenfolge. Ja, ich weiß, ich drücke mich nur vor dem Level. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht sterben werde. Weil, wie ihr seht, habe ich nur noch 0 Leben. Erzürn. So, ich glaube, in dem Level hier waren wir noch gar nicht. Fangen. Ah, das hätte eh nichts gebracht. Ach, komm, ey. Schlimm. Schlimm ist. Weil ich von der Leiter nicht weggegangen bin, oder was? Das sehen wir jetzt wenigstens mal ein Game Over Screen. Was? Jetzt müssen wir die nochmal neu holen. Alter, ich will nicht nochmal Game Over gehen, ey. Alter, wird jetzt wahrscheinlich auch gespeichert, so wie ich ihn kenne. Aber wir machen jetzt erstmal das Level hier. Wie viel Leben haben wir denn noch? 5. Ja, natürlich hat er das gespeichert. Okay. Dann würde ich sagen, was ist hier los? Werden wir das nächste Mal nicht um Geld zocken, sondern um Leben. Bats. Das ist nämlich, glaube ich, wichtiger. Oh, ich will den nicht nochmal holen. Das, ja, es war zwar total easy, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Ist hier das gleiche drin? Ja, natürlich. Ach, guck mal, ich habe ihn rausgebackt. Oder rausgeglitscht oder whatever. Bisschen wie bei Mega Man. Ey. Nicht dein Ernst, Mann. Ey, wenn ich da jetzt gestorben wäre, weil dieses Ding da, da drauf gelandet wäre, dann wäre ich aber hier auf, ne? Hey, Geld. Hier gab es kein Secret Exit, so wie ich das gesehen habe. Den nehmen wir mal mit. Nee. Na komm, geh rein. Ah, okay. Den nehmen wir aber mit. Das ist so schnell, ne? Was? Jo, was gibt Neues zu erzählen? Nichts gibt Neues zu erzählen. Ja doch, vielleicht, wenn es irgendjemand interessiert, aber ich glaube, das werde ich nochmal irgendwie in einem extra Video ansprechen.
Und zwar habe ich jetzt auch so ein Ask-FM-Seiten-Gedöns, wo ihr mir Fragen stellen könnt, anonym oder nicht anonym, wie ihr wollt. Hier gibt es nichts. A key. Okay, wir können ihn aber mitnehmen. Gab's hier nicht so eine Tür, die hier irgendwo versteckt war? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir mit dem Schlüssel hin müssen. Das ist ja jetzt eine tolle Banane, ey. Ja, ne? Ich denke mal, ich werde mir dann einfach mal das Level aufschreiben. Damit ich weiß, dass es hier vielleicht was zu holen gibt. Aber vielleicht muss ich den Schlüssel einfach nur ein bisschen früher loslassen. Ja. Weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir damit hin müssen. Aber einmal uns mal jetzt noch zum Schluss hin. Also zum Ziel. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo wir damit hin müssen. Komm.
Ich wusste es doch, dass da irgendwo eine geheime Tür war. Das ist echt mega asozial. Okay, aber wir haben bisher noch keinen verpasst. Das ist schön. Okay, wir haben noch 19 Sekunden Zeit. Los, Mario, geh doch da rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 3 Sekunden vor Schluss. Es ist mir doch egal, ob ich da alles verloren habe oder nicht. Oh. Auf jeden Fall, habe ich ja gesagt. Machen wir ihn hier, komm. Okay, mal sehen, was das jetzt hier gibt. Nein! Ach, Mann, das ist so schwierig. Ach, Mann. Oh, das war. Okay, da habe ich ein bisschen zu spät gedrückt. Aber es ist fucking schwierig, Mann. Ah, ein bisschen Geld ausgegeben. Und ein bisschen bekommen. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Gibt's auch schon wieder Secrets Exit? Ach nein, sehr schön. Wir gehen mal zurück und holen dann mal noch unser anderes Dings. Was ist das hier? Ich hatte ja schon vorhin so Probleme. Also, was heißt vorhin? Nee. Das war's nicht. Dann vielleicht das. Ups. Nein, 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 nein. Das hier. Ja, das war's, glaube ich. Ja, ich weiß, das war total schief. Aber das ist mir egal. Ein Leben. Bin ich eigentlich dumm? Ich brauche irgendwas, womit ich die Kiste öffnen kann. Oder gab es hier vorne irgendwas, was ich verpeilt habe? Hier oben, nimm einen. Ist hier irgendwas? Ja, natürlich ist da was drin. Und da ist der Schlüssel. There is the key. Hier ein bisschen blöd, das da reinzukriegen. Aber wir haben jetzt endlich unseren Dings. Ich glaube, ich habe meinen Fernseher ein bisschen laut. Leiser gerade mal machen. So. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder die zwei Dings. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mal aufschreiben soll, dass ich weiß, wo die... Ne, ich kann ja auch eigentlich zurückgehen. Ob ich mir aufschreiben soll, wo die Schätze sind. Aber ich glaube, nee.
eigentlich so, ich hoffe mal, dass wir das jetzt einfach behalten haben. Wenn nicht, gehe ich halt einfach nochmal zurück. Das war ja jetzt nicht so schwierig. Okay. Dann machen wir das mal hier oben. Level 10. Ohne Secret Exit. Oh, ein Erz. Och, Mann, ich wollte es auch gar nicht nehmen.